Herr Bortel, Sie kommen aus Bay City, Michigan. Was hat Sie nach Deutschland verschlagen? Ja, ich habe angefangen, als ich, glaube ich, 15 oder 16 Jahre alt war, für meinen Vater zu arbeiten. Der war kleiner Unternehmer und Bauer. Er hat meistens mit so kleinen Häusern zu tun, die aufgebaut haben für Leute. Und er heuert immer noch Arbeiter für diesen Unternehmen. Und er hat mir gesagt, ich sollte mit ihm arbeiten und das wäre dann vielleicht eine gute Zukunft für mich. Und ich habe ungefähr ein Jahr oder was mit sehr schweren Dachladen und Zement und aller Art von guten, harten Arbeit. Und ich dachte mir, das ist eigentlich nicht mein Ding. Und gerade in diesen Zeiten, und das ist die frühen 60er Jahre, kam zu dieser Arbeitscrew ein paar Ex-Soldaten, die waren gerade aus Deutschland. Und die sagten, oh, Deutschland, da mussten sie hin, da die Fräulein und das. Das ist alles, die Amerikaner sind König und wunderbar. Und ich sagte, naja, vielleicht versuche ich das. So, ich bin in die Armee gegangen und damals könnte man den Ort, wo man stationiert werden soll, auswählen. Und ich habe Deutschland genommen und die haben mir tatsächlich nach Deutschland geschickt. Damals über diesen Schiffen, jetzt kommen die alle für Flugzeuge, aber damals waren immer noch diese Schiffe, die übrig geblieben von dem Zweiten Weltkrieg, und die waren also keine Spaß, mitzugehen. Und jedenfalls erwartete ich in Deutschland, ich weiß nicht was, immer noch Ruinen und lauter Fräuleins, die suchen Nylons oder Schokolade oder irgend sowas. Und ich kam in Bremerhaven von Bord und dann gehen wir beim Zug über das Land und ich gucke überall neue Häuser bauen und alles. Ja. Wirtschaftswunder, ja. Also in meiner Vorstellung war es ziemlich altmodisch und aber ich war immer noch trotzdem, wenn ich zurückgucke, sehr glücklich, dass ich diese Entscheidung gemacht habe. Es hat mein ganzes Leben irgendwie eine Richtung gegeben. Und eventuell kam ich auch nach EFN als Soldat und hatte die Möglichkeit, als Disc Jockey zu sein und Nachrichtensprecher. Damals war EFN die einzige Programm, die meisten Deutschen gehört haben. Das war, weil die deutschen Sender waren ziemlich, naja, tut mir leid, langweilig. Elvis Presley ist ja auch nach Deutschland Ja, gegangen. Hat genau. dessen Entscheidung auch irgendwo ein bisschen Ihre Entscheidung beeinflusst? Nein, aber es war ganz lustig, weil als er zurückgeht, bin ich gekommen, ja. Und die haben alle über Elvis gesprochen, Elvis. Und ich fand, vielleicht es war besser, nachdem Elvis gegangen ist, dass ich meinen eigenen Weg. Aber das war, nein, das war ein bisschen. Das lustig ist immer noch lustig zu hören, wie die Leute an diesen Zeiten zurückdenken, besonders in den Gegenden, ja, Frankfurt und so weiter. Ja. Frankfurt und Wiesbaden. Und